Servus Fußballfreunde, es ist soweit. FIFA 15 ist da und wir haben Bayern oder andersrum Köln gegen Bayern im Orakel und ich habe mich entschieden. Entschieden. Ich habe mich sowas von entschieden, habe ich mich. Ich habe mich entschieden, mit dem dritten Trikot der Bayern zu spielen, weil mir das einfach hammergut gefällt. Das werde ich mir demnächst wahrscheinlich holen. Dieses schwarze Trikot mit diesem roten Strich hier auf der Seite runter, das schaut einfach nur Hammer aus. Will ich haben, werde ich kriegen. Und Köln ganz normal im Heimtrikot. Gut, puh, okay, so schaut's also aus. Wir können Teammanagement, Spieleinstellungen, aber ich würde sagen, Neuer, Boateng, Alaba, Bernat, Benatia, Rafinha, Lahm, Götze, Alonso, Lewandowski und Müller. Probieren wir es einfach mal, würde ich sagen. So, Torwart, hier bei diesem sollst du 11 Meter halten. Positioniere deinen Torhüter vor dem Schuss und hechte dann in die Richtung, in die der Ball deiner Meinung nach geht. Je früher du hechtest, desto weiter springt dein Torwart. So hast du eine höhere Chance, im Pfosten nähe platzierte Bälle abzuwehren. Hechte im letzten Moment, um mittig platzierte Bälle zu parieren. Links Torwart bewegen, rechts hechten, X und weiter. Okay, schauen wir mal, was, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Nach unten. Unten gehalten. Okay, wo geht er hin? La 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 la. Oh, die Sau. Okay. Jawohl, so macht man das. Aber ich habe die Punkte nicht bekommen. Komisch. Gut, auf geht's zum Spiel. Wir genießen die Mikrofone sind offen. Das, Spiel das neue FIFA 15 als ihre aus der Bundesliga. Es regnet. Wir sind in Köln unterwegs. Und die üblichen Verdächtigen natürlich. Und Köln macht eine kleine Choreografie und wir laufen ein mit diesen sagenhaften Trikots. Natürlich dürft ihr mir gerne wie immer in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Ganz klar. Bei meinem letzten Orakel lag ich gar nicht so verkehrt. Im Orakel hatte ich 5:0 für die Bayern gegen Paderborn. Und gespielt haben wir 4:0. Und das war schon ein hammercooles Spiel. Wir wollen ja die Münchner Löwen nicht vergessen. Alles klar, hier sieht man Köln und die Aufstellung von Köln. Und dann kommt auch gleich noch, kommen noch die Bayern. Schöne Handshake in der Mitte. Ja, da sind noch ein paar Topstars dabei. Aber mir fehlt jetzt noch die typische Flügelzange mit Ribéry und Robben. Das wird sich dann in den nächsten Tagen ändern. Ich habe es jetzt einfach mal so übernommen, wie es FIFA vorgegeben hat. Aber natürlich mit diesen Hammer-Trikots, mit diesem goldenen Emblem da vorne dran. Ah, herrlich. Einfach nur herrlich. In dem Sinne, Harald Fimmler, auch genannt der Fummler. Wahnsinn. Coole Grafik. FIFA 15. Los geht's, das erste Mal in Regen. Geil, da sieht man die Pfützen, wie der Ball aufkommt. Schön. Das Spiel wird schnell. Götze, unser WM-Held. Und abgezogen. Boah, fast. Boateng, klasse. Der Junge gefällt mir im Moment wahnsinnig gut. Götze. Schön durchgesteckt für Lewandowski. Schade. Ging ins Aus. Kevin Vogt. Gib den Ball her. Nein, mag nicht. Schön erkämpft. Schön. Aber...
Jawohl. Um den Ball. Dann hast du ihn auch. Lewandowski. Vorsicht, es ist doch nicht. Ah, Lewandowski, schade. Der Giga Paderborn, schönes Tor geschossen. Das 2:0, das war schon ein Strich, du. So, Benatia Müller. Götze. Und wieder Lewandowski, die zwei. Jawohl, Ball im Aus. Gibt Einwurf für Kölle. Brechko. Schön erkämpft. Lewandowski. Jetzt hat. Oh. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Nein! Ja, da hat er sich exzellent durchgesetzt. Nein, den wollte ich ganz nach außen spielen. Risiko. Marcel Risse. Ein Versuch der Ballerung. Schön. Xabi Alonso. Alonso schaut. Götze Mario erstmal Götze. Mitgenommen. Schöner Trick von Götze. Ah. Und Alonso kämpft. Bringt die Flanke. Müller. Ah. Was für ein Schlitzohrtor von unserem Müller. Jawohl. Richtig cool. Schönes Tor. War viel Glück dabei. Mei. Dunk. Oh, da alle durch die Beine. Oh, cool, okay. Nein, keine Chance. Eindeutig, keine Chance. Zack, hier vorbei. Am Torwart vorbei, abgefälscht durch die Beine. Herrlich. 1-0, 18. Spielminute. Da kollert das Ding ins Netz. Herrlich. Super. So darf es weitergehen. Boah, was für ein Flügelwechsel. Jawohl, Lewandowski. Stark. Er macht das einzige Ah, den wollte ich anders da haben. Entschlossen dazwischen. Alaba. Xabi Alonso. Lahm. Ah, direkt abgezogen. Kann ihn nicht halten. Rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Abstoß, oder? Ein guter Schade. Moment, um uns dieses Tor von eben da noch einmal zu Das Gemüte Tor von zu eben. Ja, ganz toll. Ja, berauschend war es nicht, aber es war schon lustig, wie alle dran vorbeigerauscht sind. Haben wir eigentlich, ich muss mal ganz kurz schauen, in den Einstellungen ich möchte nur mal kurz schauen, ob was da alles Kamera visuell Nein, im Moment sehe ich, ich suche gerade Platzabnutzung, aber das werde ich vielleicht mal was anders finden, egal. Man sieht auf jeden Fall, wie die Trikots dreckig werden. Oh, der ging daneben, jawohl, schön durchgesetzt. Müller ging raus. Und da kommt Götze. Oh. Oh, das sah Bernard nicht gut aus. Jetzt hat Flitz dahinterher schön gemacht. Und zu Manuel Neuer zurück. Der FC Bayern hat jetzt natürlich auch seine Neider in der Fußball-Bundesliga. Solche Rivalitäten liefern immer gute Storys. Wer sportlich erfolgreich ist, der wird auch flankt, ich glaub, kam nicht normal. An. Ich erinnere mich immer Nein. gern an die Titelzweikämpfe auf Augenhöhe.
mit Borussia Mönchengladbach, mit dem HSV, Bayer Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Das gibt Freistoß. Freistoß, cool, als richtig guter Position. Bin ich mal gespannt. Ich habe mal ein bisschen Freistöße trainiert. Der David. Okay. Taktische Freistöße. Dritten rufen, dritten gezirkelten Schuss. R2, Schützen rufen, Empfänger wechseln. Taktische Freistöße. Schauen wir mal. R1, oder? Probieren wir mal. Alonso. Uff. Wirklich nicht viel. Schöner Freistoß. Fast. Ja, exzellent. Alles richtig gemacht. Naja, fast alles. Erst sah es so aus, als ob dieser Freistoß passen könnte. Ein bisschen zu hoch angesetzt war er dann doch. So viel. Wahnsinn, man kann dann doch noch ein bisschen weiter rausgehen. Der war dann doch zu weit nach innen gedreht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich muss wieder ein bisschen üben in der Trainingsarena. Schön. Boah. Schön auf Müller. Müller. Lupft. Nein. Der Torwart sollte schlecht aussehen. Schade. Aber es ging anders aus. Hat nicht ganz funktioniert. Trainer, wenn du die Chance so liegen lässt. Boah. Boateng, jawohl. Ma, haut mal drauf. Wenn der Torwart den hält, wie das Wasser dann so weiterspritzt. Herrlich. Klasse. Würde ich gerne mal ganz kurz, tut mir leid, das muss ich jetzt kurz sehen. Bisschen weiter zurück. Jetzt. Wir wollen diese Orbit-Kamera. Und vielleicht können wir nein, doch, hier sieht man das Wasser spritzen. Hier oben. Ich fahre mal ein bisschen seitlich und weg. Halt langsam. So, Boateng zieht ab. Da sieht man schon das Wasser spritzen am Fuß unten. Man sieht auch, wie der Ball die Wasserspur hinterher zieht und dann zack, da oben. Die Wasserspur. Die coole Sache. Coole Sache, schaut richtig klasse aus. Gefällt. Boah, die Grätsche schaut auch cool aus im Wasser drin. Anthony Uja, beide Rangelei um den Ball. Schön gemacht von Xavi Alonso. Neuer spielt mit. David Alaba, boah, schickt Bernard richtig steil. Der legt ihn sich vor. Die Flanke auf Lewandowski. Nein, jetzt. Aus dieser Flanke schade. Ist nichts geworden. Der Ball ha. Wieder beim Gegner. Kommt er gleich wieder so weit zurück. Rafinha. Boah, schöner Diagonalpasswechsel. Flankenseitenwechsel, Diagonalflachpass. Na gut, flach war was anderes, aber boah, schöner Zweikampf. Neuer. Ein Pass hier. Lahm. Mir fehlt so ein bisschen diese Flügelzange von früher. Geht er rein? Ah, schade, jetzt wollte ich es wirklich ganz schön machen. War mir nicht vergönnt. Jetzt ab. Halbzeit. Okay, Halbzeit ist okay. Passt. 2-0. Zwei schöne Tore. So kommt's, wenn der Dackel gegen die Bulldogge spielt. Meistens gewinnt die Bulldogge. Ja, da hat einer auf den Dackel getreten. Oh, 1-0. Also wir kommen jetzt auf 2-0. War vielleicht noch immer auf Paderborn, Bayern. Herrlich. Man sieht hier, wie sie noch wieder einlaufen. Anstoß. Das Wasser spritzt. Was für ein Lattenmal. Habt ihr gesehen, wie das Tor sich bewegt? Herrlich.
cool. Also die haben schon ein paar coole Sachen drin, da muss man nur ein bisschen drauf aufpassen. Lahm mit der Grätsche. Hier das Tackle von Rafinha. Nein, das war das Tor von Müller. Der war noch mit der Schulter von dem einen abgefälscht. Okay, klasse. Die Bayern-Fans natürlich in dem gewohnten Trikot. Herrlich. Super. 1-0. Ja, man muss sich erst ein bisschen dran gewöhnen und dieses 5-3-2, das gefällt mir im Moment überhaupt noch nicht. Da muss ich sagen, kann ich da nicht? Doch, kann ich. Da, Standard. Aktuell finde ich die nicht. Ich würde das eher so... Ja gut, ich meine, Guardiola spielt natürlich... Irgendwie macht hier alles Alaba. Elfmeter Müller, kurzer Freistoß. Komisch, oder? Ich würde das jetzt mal... Bernard. Alonso und Bernard erstmal tauschen. Götze geht auf die linke Seite. Bernard tausche ich gegen Robin. Mit 90. Hammer. Müller ist hängende Spitze. So habe ich das eigentlich in letzter Zeit gesehen. Nur die zwei Abwehrspieler wandern noch nach oben. Alonso lässt sich dann nach hinten fallen in die Dreierkette. Wenn ich mal kurz schauen, wen habe ich denn noch dabei? Dante wäre noch dabei. Boateng, Benatia, Alaba. Ja, okay, lassen wir erstmal so, würde ich sagen. Passt. Fortsetzen. So gefällt mir die Aufstellung wirklich und da ist er, der Ayen. Der war ja, hat auch ein klasse Spiel gemacht gegen Paderborn. Schiedsrichter sagt, alles ist und in los geht's. In seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Jawohl, Lewandowski kämpft schon mal hier für Müller was frei. Müller kann sich nicht durchsetzen. So muss man das machen. Ich will ihn behalten, den Ball, sagt Philipp Lahm. Und nun Matthias Lehmann. Götze. Schön durchgesetzt. Müller. Boah. Nein. Na, ich bin noch irgendwie abgelenkt ein bisschen, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Ich schaue mir so die ganze Situation noch. Oh. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Und nun Matthias Lehmann. Schön ausgespielt. Und da kommt Lewandowski und schlänzt ihn lässig rein. Und da gibt es gleich eine Trophäe mit Aluminium. Cool. Passt. Aluminium-Tor. Schönes Tor. Nochmal schön im Innenriss. Links, zack. Und rein das Ding. Glück, dass der Ball hinter die Linie springt. Ich bin ja gespannt, so, wann wir das erste Mal die Torlinientechnologie brauchen oder wann sie mal gezeigt wird, weil die soll es angeblich ergeben. Von dem her schauen wir mal, wann wir die benötigen. Vielleicht bei irgendeinem Tor in der Luft oder so. Letztens hatte ich, glaube ich, ein Orakel. Da hätte ich es auf jeden Fall gebraucht oder da wäre es cool gewesen, wenn man sie gesehen hätte. Und Müller gnadenlos und macht hier die Ente.
Schönes Tor. 3-0. Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Und zack, gnadenlos, schön mit Vollspann genommen. Torhüter fast keine Reaktion gezeigt. War zu schnell. Schönes Tor. Upsa. Lewandowski. Wahnsinn, Lewandowski. Hinten in der eigenen Hälfte. Boah, Fehlpass. Aber Boateng ist ja Wahnsinn. Oh, Lewandowski noch nicht vorne. Wir stellen mal um auf offensiv. Sehr offensiv oder totaler Angriff. Wir stellen mal auf totalen Angriff. Vielleicht geht da noch was. Jawohl, Müller. Jetzt ist er vorbei. Und jetzt hat er freie Bahn. Nein. Schade, da ist er nicht ganz hingekommen. Oh. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Und der Schiedsrichter sagt, nein, der kam aus dem Abseits. Ich habe es mir fast gedacht. Es hat so ausgesehen, als würde er aus dem Abseits rauskommen. Ja. Das war so etwas wie das Ziehen der Reißleine. Der Spieler ist vom Trainer vom Platz genommen worden. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Das war überhaupt nichts heute. Da kommt auch nur ganz müder Applaus von den Rängen. Und ich bin gespannt, wie wir ihn im nächsten Spiel erleben werden. Benatia. Schön. Das ist jetzt sein. Jawohl, aufgelegt für Ian Robben. Passt. 4-0. Herrliches Spiel. Herrlich, so kann es weitergehen. Kurz nach seiner Einwechslung netzt er hat einer von Köln für Ian Robben aufgelegt. Ganz klare Führung jetzt. Und der Torschütze für Bayern. Kevin Nimmer. In der 67. Minute mit der Nummer 10, Arjen Robben im Ballbesitz. So, ich bin halt gespannt, wie das dann mal ausschaut, wenn wir im eigenen Stadion spielen mit unseren Fangesängen. Was war das? Was gleich beide in der Mitte da bräselt. Herrlich. Was war das? Hat nach Handspiel ausgesehen, Freunde. Hat grob nach Handspiel ausgesehen. Und da kam der Ball zu Lewandowski. Kann ihn nicht ganz verwerten. Lahm bringt ihn nochmal rein. Alaba, Alaba. Oh, was faul. Da ist schon wieder nach Handspiel ausgesehen. Schiri, du Blinder. Oh. Ich dachte, der kam so, hin. Jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Aber schön gemacht von Philipp. Links ist Robben. Oh. Da hat er Abseits gepfiffen. Abseits. Ja, super. Ja, da fehlt halt dann schon die Linie irgendwie so. Wie bei FIFA 14. Er steht auch schon einer parat. Aber wir glauben ihm mal, weil bleibt uns ja nichts anderes übrig. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Und Robben. Robben. Immer noch Robben. Zieht ab. Was war das denn? Nach den Eckbällen gut gestanden. Boateng, was macht der Boateng vorne? Boah. Weil da fliegt Gras und alles mögliche in die Luft. Schaut das cool aus. Jawohl, Götze legt ihn sich zurecht. Mal ein bisschen nach außen. Der ging zu weit. Oh, Boateng stand schon schussbereit da.
Der geht ins Aus. Da brauchen wir gar nicht mitlaufen. Der geht ins Aus. Einwurf jetzt. Einwurf für Rot. Also für Schwarz in dem Sinne. Boateng bietet sich an. Und da ist diese Dreierkette. Seht ihr? Sehr gut. Genau das wollte Robin. Ich. Und Robben. Robben schnappt sich das Spielgerät. Zieht nach innen und haut mal drauf. Boah. Der einen Schuss bei dem Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, mit 90. Oh, der ging aber trotzdem weit vorbei. Aber coole Parade vom Keeper. So. 80. Spielminute. Gleich vorbei, Freunde. Gleich vorbei. Lahm konnte ihn nicht stoppen. Aber Xavi Alonso. Der war schlampig. Hector. Jawohl, Robben erkämpft Müller. Sich das Ding. Müller. Boateng, was sucht denn der da vorne? Die Flanke auf Nein, die Flanken kommen nicht an. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat schon noch faul ausgesehen. Für diesen Spieler endet damit der Arbeitstag und ich glaube, der Trainer Alaba, 29 Meter. Getan, oder Buschi? Ganz sicher, das war ein Satz mit X, das war überhaupt nichts, aber im nächsten Spiel kann das schon wieder ganz anders aussehen. Er trifft nicht! Ach. Das war auch nicht mal knapp, oder? Nee, aber er hat schon gut ausgesehen. Hey, Boateng, wartet mal, wo steht denn der bitte? Boateng, der ist eigentlich in der Abwehr. Checkst nicht, was der da vorne will. Der gehört eigentlich da unten. Man sieht unten diesen Radar und da ist halt ends die Lücke. Müller, ein Versuch der Balleroberung. Er kommt aber auch nicht mit hinter. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Nein, der bleibt hier vorne. Als hätte er mit Jerome Boateng. Götze? Wo ist Götze eigentlich? Da ist Alaba. Da ist Alonso. Und da ist Benatia. Da ist Alonso tatsächlich wie in echt zwischen die Zweierreihe rein. Aber das Boateng so weit da in der Mitte. Jetzt müsste die Flanke kommen. Der kam gut. Irgendwie habe ich es übersehen. Gut, das kann jetzt noch ein kleiner Fehler sein, irgendwie. In dem Spiel. Xavi Alonso. Weil Boateng ist normalerweise eigentlich hinten in der Innenverteidigung. Jawohl, das Spiel ist aus. Wir haben gewonnen. 4:0. Passt, so darf es gerne sein. Manuel also, Neuer geht durchs Netz durch. Ja, nochmal so ein kleiner Grafikfehler, das ist schade. Weil eigentlich erwartet man schon von FIFA 15 ein bisschen was Besseres und so, solche Grafikfehler, die sind halt schon irgendwie madig. Aber nichtsdestotrotz, die Grafik ist wieder klasse. Hier, super, wie das ausschaut. Ja, mit dem Wasser, zack, das Tor wackelt, das Netz wackelt, ja, wenn man die Latte oder den Pfosten trifft. Schon super gemacht. In dem Sinne sage ich erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Bayern-Orakel für das Spiel Bayern oder Moskau gegen den FC Bayern München für Dienstag Champions League. Ja? Aber diesmal ist Anpfiff 18 Uhr Champions League, nicht 20:45. In dem Sinne trotzdem nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von das Bayern-Orakel bei FIFA 15.